Hey, kommt zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode der Bundesliga-Prognose für die Saison 2017-2018. Der 32. Spieltag steht an und natürlich gibt es wieder meine Tipps, wie das Ganze heute laufen wird, wie das Ganze nicht nur heute am Freitag, wo ich wieder in Deutschland bin, sondern allgemein am Wochenende laufen wird. Aber heute natürlich für mich als 96er besonders interessant. Ich hatte eigentlich schon geplant, für Sonntag einen Podcast zu machen, das Ende von Hannover 96, aber es hat sich herauskristallisiert, dass Horst Held doch bei Hannover bleibt und wir haben auch schon einen neuen Transfer für die kommende Saison, aber dazu später mehr, denn natürlich gehe ich auf dieses Spiel, was heute Abend ist, als letztes ein und vorher auf die ganzen anderen. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da ich würde mich darüber freuen. Checkt die Links in der Beschreibung aus. Natürlich OneFootball, mein Partner hier für diese Serie. Würde ich mich darüber freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Die App für die neuesten Livescores. Transfergerüchte und Kaderinformationen geht ja wieder los. Auch bei der WM könnt ihr natürlich alle News und alle Livescores da verfolgen. Alle Live-Ticker, wenn ihr nicht die Zeit habt, die ganzen Spiele selber zu gucken. Videobeschreibung allgemein gerne abchecken. In die Kommentare schreiben, wie ihr die Ergebnisse tippt dieses Wochenende. Und natürlich einen Daumen nach oben da lassen, wenn es euch gefällt. Wir starten durch mit dem ersten Spiel. Ich habe das hier auf dem Handy bei Kicktipp und werde dementsprechend. Okay, ich habe es nicht auf Kicktipp, weil mein Handy neu ist und ich es noch nicht eingerichtet habe. Aber dann gehen wir halt auf Transfermarkt hier an meinem Laptop und gucken mal nach, wie die Spiele denn so aussehen. Ich weiß auf jeden Fall ein Spiel und ich würde sagen, mit dem fangen wir mal an. Das ist Schalke 04 gegen Borussia Mönchengladbach. Das ist das erste Spiel und das ist schon mal relativ spannend. Schalke hat nämlich aufgrund dessen, dass sie die Möglichkeit haben, Zweiter zu werden, natürlich einen gewissen Druck. Ja, haben das Derby gewonnen gegen Dortmund. Letzte Woche weiß ich gerade gar nicht aus dem Kopf, wie sie gespielt haben, aber sie sind weiterhin 2 Punkte vor der Borussia. Letzter Spieltag haben sie eine 2:0 Führung weggegeben gegen Köln. Das heißt, sie haben jetzt ein bisschen Druck und spielen zu Hause. Was ganz gut ist, weil zu Hause ist Schalke nochmal deutlich stärker als auswärts. Und ich weiß nicht, ob Gladbach auswärts es schaffen wird, gegen Schalke zu gewinnen. Ich denke nämlich nicht. Ich denke auch, es wird kein Unentschieden, auch wenn Gladbach noch um Europa kämpft, theoretisch. Ich glaube, dass das im Endeffekt ein 2:1 für Schalke wird. Wäre natürlich bitter für Gladbach, weil sie haben jetzt die dicke Chance, wenn Frankfurt struggelt, weil die spielen gegen Bayern. Das bessere Torverhältnis haben sie sowieso nicht. Aber mit einem Sieg, der ein bisschen höher ausfällt, wenn man auf den nächsten Spieltag vor allem guckt, wo Frankfurt gegen Hamburg spielt, die noch drin sind, und Gladbach gegen Freiburg. Also sie haben definitiv noch die Chancen. Frage ist, ob sie es schaffen. Ich glaube auch, dass sie gegen Schalke verlieren. Mit 2:1. Vielleicht wird es ganz anders. Vielleicht gewinnen sie. Vielleicht pushen sie. Aber ich kann es mir nicht vorstellen. Zweites Spiel. Bayern gegen Frankfurt. Gerade schon angesprochen. Bayern bereits Meister. Bayern unter der Woche in der Champions League. In meinen Augen sehr unglücklich verloren. Ja, gegen Real Madrid. Was mich ja persönlich gefreut hat. Weil ich mag Real. Und ich bin auch international logischerweise für den Verein, den ich mehr mag. Auch wenn es ein Deutscher ist. Ich glaube, ich wäre abgesehen von City bei jedem anderen Team für Bayern gewesen. Aber nicht bei Real. Und dementsprechend ist Bayern jetzt unter Druck. In der Liga haben sie den Titel. Ich weiß nicht, ob sie Spieler schonen werden, noch mehr als normalerweise. Aber selbst wenn, auch wenn Frankfurt stark ist dieses Jahr und jetzt erst ein bisschen struggelt, das Ding ist, Bayern spielt zu Hause. Und Bayern zu Hause ist quasi unmöglich zu schlagen. Und dementsprechend gewinnt Bayern das Ding 3:0. Ist jetzt vielleicht viel zu hoch angesetzt für euch. Für liebe Frankfurt, da ist kein Disrespect an euch. Aber ich glaube, Bayern hat Wut im Bauch, auch die Ersatzspieler. Und die wollen glänzen und dementsprechend gewinnen die 3:0. Ja, ich glaube trotzdem, dass ihr einen Pokal gewinnen könnt. Weil das ist noch was anderes. Im Olympiastadion. Egal. Nächstes Spiel. Wolfsburg gegen Hamburg. Ja, auch wichtig, weil Abstiegskampf. Wenn Wolfsburg das Ding gewinnt und Freiburg gewinnt gegen Köln und Mainz gewinnt gegen Leipzig zu Hause, alles drei zu Hause, ist Hamburg abgestiegen. So, Punkt ist, wenn Freiburg unentschieden spielt, wird's eng. Wenn Mainz noch unentschieden spielt, dann wird's noch eng. Also es ist richtig eng für Hamburg, das wissen wir ja alle. Problematik ist dabei, Wolfsburg ist jetzt nicht gerade stark in den letzten Monaten. Hamburg hat jetzt durch den Sieg gegen Freiburg, denke ich mal, Selbstbewusstsein sich ergattern können. Allerdings hat Wolfsburg natürlich, denke ich mal, ein bisschen auch Druck und Wut im Bauch nach dem 0:3 gegen Gladbach, was eine katastrophale erste Halbzeit war. Dementsprechend glaube ich, dass Wolfsburg das Ding, weil sie zu Hause spielen, gewinnen. Normalerweise ist das so ein Spiel, das gewinnt Hamburg immer, weil Hamburg die Moral hat, weil Hamburg die Fans im Rücken hat. Aber sie spielen auswärts. Und ich glaube, hätten sie zu Hause gespielt, hätten sie gewonnen. Aber auswärts bricht ihnen das Genick und sie verlieren 2:1 in Wolfsburg. Und dann wird es richtig eng. Weil dann müssen sie die letzten beiden Spiele gewinnen und da spielen sie unter anderem noch gegen Gladbach und danach, also den nächsten Spieltag, zu Hause, also auswärts in Frankfurt. Und das wird schon, weil Frankfurt will da, denke ich mal, auch noch nach Europa, vor allem wenn sie morgen verlieren gegen Bayern. Eieiei. Also düster, düster für Hamburg. Düster. Ja, aber wie gesagt, 2:1 für Wolfsburg und die sind dann damit safe.
Na, die können zumindest nicht mehr direkt absteigen. Relegation geht immer noch, aber direkt absteigen könnten sie dann nicht mehr. So, wir kommen zu Schalke gegen Borussia Mönchengladbach. Ja, auch eine spannende Partie, die wir gerade schon hatten. Freiburg gegen Köln, das ist das nächste Spiel. Freiburg auch noch in akuter Abstiegsgefahr. Sind in der Relegation oder auf dem Relegationsplatz momentan, bräuchten zumindest mal einen Punkt. Mit einem Punkt würden sie zumindest Mainz, wenn die verlieren gegen Leipzig, was nicht unwahrscheinlich ist, wieder hinter sich lassen. Das Ding ist, Köln ist sowieso schon abgestiegen, aber Horn, Hector und wer bleibt noch? Höger. Die bleiben, warum auch immer, da werde ich auch nochmal einen Podcast zu machen, glaube ich, oder zumindest ein Video. Finde ich gut grundsätzlich, aber finde ich, obwohl kann ich ja auch jetzt sagen, ja, ich mache einen Podcast am Sonntag zu filmen, also das kann ich jetzt wirklich sagen. Ich finde es krass, ich finde es gut aus Sicht von Köln, ich werde Köln nächstes Jahr, mein bester Freund ist ja Köln-Fan, und ich werde Köln auf jeden Fall in der zweiten Liga supporten. Köln ist ja sowieso ein bisschen so mein zweiter Verein, den ich gerne mag. Aber nichtsdestotrotz, ich finde es krass, dass ein Horn verbaut sich damit alle Karrierechancen in meinen Augen. Klar wird er zur Vereinslegende, aber jetzt wäre der Zeitpunkt, zu einem richtig großen Verein zu wechseln. Klar kann er es auch noch nächstes Jahr machen, aber jetzt wäre das perfekte Alter dafür. Er wird dementsprechend nicht auf das Level von Ter Stegen kommen, niemals, denke ich zumindest. Ja gut, Hector, auch in der Nationalmannschaft kann er sich damit abschreiben wahrscheinlich. Und auch er verbaut sich, weil er ja schon älter ist, den Wechsel zu einem großen Verein, verstehe ich auch nicht hundertprozentig. Gut, Höger. Ja, aber Bittencourt beispielsweise kann ich mir nicht vor... Also, vielleicht bleibt er. Köln hat halt unglaubliche Fans und dementsprechend eine krasse Strahlkraft, aber es wäre schon heftig, wenn der auch noch bleibt. Also, Respekt. Ich glaube trotzdem, dass Köln nicht gewinnen wird. Ja, aber Freiburg wird auch nicht gewinnen. Die werden nur einen Punkt holen, weil Köln... Jetzt können sie befreit aufspielen, ja. Und dementsprechend wird das Ganze ein 1:1 zwischen Freiburg und Köln. In einem hektischen Spiel. Hertha gegen Augsburg. So, Augsburg ist durch. Hertha ist ebenfalls durch. Hertha könnte noch nach Europa mit ganz viel Glück. Augsburg ebenfalls. Bei Augsburg ist es unglaublich unwahrscheinlich. Bei Hertha auch. Und die spielen auch unentschieden. Ja, also die beiden Teams sehe ich komplett auf Augenhöhe diese Saison. Hertha hat sich jetzt ein bisschen wieder stabilisiert in den letzten Wochen. Augsburg aber ebenfalls. Hertha hat letzte Woche mit einem sehr moralisch wichtigen Sieg gegen Frankfurt auswärts 3-0. Das hätte ja keiner erwartet. Ich glaube, dass du zu Hause gegen Augsburg nicht gewinnst. Ich glaube, das wird ein 1:1. Ebenfalls genauso wie Köln gegen Freiburg. Und ein schönes Spiel. Vielleicht auch ein 2:2 oder so. Können beide Teams gewinnen. Ich kann mir eher vorstellen, dass Hertha gewinnt, aber ich sage 1:1. Leverkusen gegen den VfB Stuttgart. 18:30 morgen Topspiel. Stuttgart ist gerettet. Stuttgart hat genau wie Hertha 42 Punkte. Könnte theoretisch noch nach Europa, wird aber nichts. Und dementsprechend, ja, Leverkusen möchte in der Champions League bleiben, müsste gewinnen dafür, um so ein bisschen Abstand zu Hoffenheim zu bekommen, die ja bereits heute gegen Hannover spielen. Und weil Hannover wahrscheinlich verlieren wird, dieses Spiel, müsste Leverkusen schon gewinnen, um in der Champions League zu bleiben. Und das werden sie auch tun. Und zwar gewinnen die ebenfalls zu Hause. Safer Tipp, es ist halt der Tipp, ne? Es ist halt das Tippergebnis, das häufigste Ergebnis im Fußball gewinnen. 2:1 zu Hause gegen Stuttgart. Können wir uns 3:1 vorstellen, weil offensiv sind sie ja stark. Aber ich sage 2:1. Und ja, damit sieht es dann sehr, sehr gut aus für die Champions League, für die Leverkusen in der kommenden Saison. Sonntag gibt es dann zum einen das Spiel FSV Mainz 05 gegen RB Leipzig. Und da haben wir ja bereits gesagt, extreme, akute Abstiegsgefahr für Mainz. Die sind momentan 15. allerdings punktgleich mit Wolfsburg und Freiburg. Das heißt, die sollten schon nochmal punkten. Problem ist, Leipzig will international spielen. Damit Leipzig international spielt, müssen die eigentlich gewinnen, damit es ein bisschen safer wird, damit sie Abstand zu Frankfurt bekommen und eventuell auch Hoffenheim überholen. Und wenn sie in der Champions League wollen, dann müssen sie definitiv gewinnen. So, Leipzig wird dementsprechend alles daran setzen, haben auch keinen anderen Wettbewerb mehr und haben nicht den Druck, den Mainz hat. Natürlich haben sie einen gewissen Druck, aber nicht so großen Druck. Und Mainz ist allgemein heimschwach. Also, Mainz ist allgemein schwach. Nicht nur heim, Mainz ist allgemein schwach und dementsprechend gewinnt Leipzig 1:2. Ja. Normalerweise tippe ich ganz, ganz selten aufs Auswärtsteam, aber hier kann ich es mir nicht vorstellen, weil Leipzig will Leipzig etwas gut zu machen nach diesem katastrophalen 2:5 oder 2:6, ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube 2:6, ne? Nee, 2:5 gegen Hoffenheim. Also da ist Wiedergutmachungsbedarf. So, und dann haben wir noch das Spiel um 18 Uhr Werder Bremen gegen Borussia Dortmund. So, die Werderaner sind safe. Dortmund hat sich ganz gut gemacht mit dem Sieg gegen Leverkusen, der ja doch sehr ordentlich war. Eine sehr gute Partie, die sie da gezeigt haben. Haben Leverkusen überhaupt keine Chance gelassen. Sache ist, Bremen ist heimstark. Ja, das wird kein richtiges Flutlichtspiel, wenn gutes Wetter ist, nur wenn schlechtes Wetter ist. Und normalerweise sage ich ja, Flutlichtspiel Bremen ist immer gefährlich. Aber auch so ist Bremen gefährlich, weil Bremen ist extrem heimstark. Und ich glaube, dass Bremen so ein Team ist, das Dortmund sehr unangenehm werden kann. Vor allem, weil sie einen ähnlichen Fußball spielen. Natürlich nicht ganz so auf dem Niveau, aber trotzdem ähnlich. Und dementsprechend, ja. Aber ich sage trotzdem, dass Dortmund das Ding gewinnt. 2:1, also 1:2 aus Bremer Sicht. Ich kann mir, wie gesagt, einen Unentschieden vorstellen. Ich kann mir auch einen Sieg für Bremen vorstellen. Aber ich glaube, Dortmund hat durch diesen Sieg jetzt letzte Woche gegen Leverkusen so ein bisschen das Selbstverständnis wiederbekommen. Haben Spieler in Topform mit Sancho, mit Reus und werden dementsprechend pushen. Und wollen natürlich auch nochmal an Schalke ran und wollen die Champions League jetzt endgültig klar machen. Und dazu brauchen sie einen Sieg und den holen sie sich. Bremen ist sowieso safe. Und von daher, ja, würde ich sagen, Dortmund gewinnt das 2:1 bis 3:1. Kann aber auch unentschieden werden, wie auch immer. Letztes Spiel Hoffenheim gegen Hannover.
Ja, Hannover ist technisch gesehen safe. Also theoretisch nicht, aber es sagen alle. Ich persönlich sehe das noch nicht so, ja, weil wir haben noch schwere Gegner. Nächste Woche gegen Hertha müssen wir zu Hause gewinnen. Diese Woche gegen Hoffenheim wird es ganz, ganz schwierig. Weil Hoffenheim will noch nach Europa in der Champions League am liebsten, haben die Chancen noch darauf, vor allem wenn Leverkusen beispielsweise verlieren würde. Aber sie müssten halt gewinnen, ja, und die spielen zu Hause. Und gucken wir mal, welche Teams sie in den letzten Wochen weggeputzt haben. Hamburg, Köln, alle problemlos. Selbst Hamburg nach diesem starken Spiel gegen Schalke. Und die werden auch Hannover wegputzen. Hannover hat jetzt den moralischen Knockout diese Woche bekommen, nachdem Held ja wechseln wollte. Er hat es jetzt doch nicht gemacht. Hat auch schon einen super Transfer für die kommende Saison gemacht mit Kevin Wimmer, der wohl per Laie mit Kaufoption von Stoke kommt, was ein super Transfer ist und ein super Ersatz für Sané. Das finde ich richtig, richtig gut. Ich mag Wimmer gerne. Problematik dabei ist nur, hilft uns in der Situation momentan nicht weiter. Wir haben jetzt gegen Bayern kein schlechtes Spiel gemacht, hatten keine Chancen, aber war trotzdem nicht schlecht. Haben bitter dieses 0 zu 1 kassiert, aber das hat demoralisiert. Ich hoffe, dass die Fans. Ja, die Fans werden eh nichts machen. Die Fans kannst du dir ja nicht drauf verlassen. Aber ich hoffe trotzdem, dass wir nicht zu demoralisiert sind und zumindest kämpfen, ja, und nicht untergehen. Weil untergehen wäre schlecht, weil das würde demoralisieren für die nächste Woche. Wenn wir so knapp 2-1 verlieren, am besten noch ein bisschen unglücklich, dann sind wir richtig motiviert gegen Hertha. Und das sage ich auch, 2 zu 1 für Hoffenheim. Ich denke, dass Hoffenheim nicht in die Champions League kommt, aber ich denke, Euroleague werden sie packen und mit dem Sieg werden sie es so gut wie klar machen, weil dann kann sie quasi keiner mehr beholen, vor allem wenn Frankfurt verliert. Und ja. Also dementsprechend sehe ich das als wichtiges Spiel für beide Teams, aber ich sage, dass Hoffenheim das gewinnt. Und ich hoffe, dass Breitenreiter nicht zu Frankfurt geht. Das war's von diesem Video. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt eure Tipps wie immer in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und ich wünsche euch ein wunderschönes Fußballwochenende. Bis dann, macht's gut, haut rein und ciao.